Hallo, meine Lieben. Ja, ich wollte euch zeigen, ich habe ja bei BBCraft mir diese tollen Bänder da ausgesucht. Ihr habt sie ja in meinem Haul gesehen. Und zu diesen Bändern habe ich mir überlegt, ETCs zu basteln. Und zwar habe ich da den Stempel von Simones Bastelkram mir rausgeholt. Also von ihrem Shop habe ich den gekauft. Bacon and Pie, das ist von Impronta der Autore, das auszubringen. Und die Stencil von Gummiaban habe ich benutzt. Und zudem verschiedenste Oxide Inks, die irgendwie zu meinem Hintergrundpapier gepasst haben. Das sind verschiedene Papiere von Actionblöcken. Und ja, da habe ich eben passend dazu die verschiedenen Garne rausgesucht, wo super dazu gematcht sind. Da habe ich 20 Stück gemacht. Und zwar einmal diesen kleinen Kerl. Dann diesen. Sind immer viermal die gleichen Hintergründe quasi. Und die Hündchen sind aber immer anders. Ich habe das mal ganz simpel gemacht und nur auf farbiges Papier gestempelt, meine Hündchen, und mir so das Kolorieren gespart. Die nächsten vier. Ups, dass ich nichts durcheinander bringe. Da steht zwei. Habe ich grün mit lila gemacht. Haben wir doch schon da ganz cool aus. Dann habe ich vier ganz grüne. Und ich habe die Stencil immer zweimal aufgelegt. Also wenn man einmal auflegt, bekommt man quasi die dunklen Abdrücke, die ich da habe, beim zweiten Mal die helleren. Also mit einmal auflegen sind es halb so viele. Also es sind schon weit auseinander. Das kann man dann perfekt so anlegen, damit man eben nur mehr Pfotenabdrücke bekommt, wenn man das möchte. Dann habe ich viermal Pink mit Blau. Zweimal diese. Zweimal diese. Und die letzten vier sind komplett pink. Einmal diese beiden und einmal diese. Ich hoffe, meine kleine ETC-Inspiration gefällt euch und bis zum nächsten Video. Tschüssi!